2-2 gegen Köln, 3-0 gegen die Mühlis, 3-2 gegen Wolfsburg, Hannover 4-2 geschlagen und eben das 4-0 gegen den Hamburger Sportverein. Dortmunder haben heute schon ein bisschen was mitgemacht. Wenn wir nur auf den heutigen Tag eingehen. 5-0 gegen Hamburg gewonnen, da hat sich der Keeper verletzt. 7-6 nach regulärer Spielzeit gegen Werder Bremen gewonnen und eben das 4-3 gegen Hertha BSC Berlin. Also der Wahnsinn hat einen Namen. Borussia Dortmund in dieser 2019er Ausgabe des Fury Cups. Vorjahresfinalist der BVB. Gepfiffen wird diese Partie von Eike Schäffer, dem 33-jährigen Schiedsrichter vom TuS Boraden. Da haben wir den Topscorer des Turniers, der den nächsten Treffer auflegt für Abubekir Ömer El Zayn, die Nummer 7 beim BVB. Vorbereitet von Marta. Klasse Treffer. 1-0 für die Schwarz-Gelben. Also immer wenn der BVB auf der Platte steht, dann gab es heute richtig Action und viele, viele Tore. Nächster Ballgewinn für die Dortmunder. Das ist im Tor Colin Noah Kleine-Bekel, der Aushilfstorwart. Zwei Treffer hat er erzielt eben gegen Hertha BSC Berlin. Abschlussversuch, oh, der war verdeckt, deswegen gut gehalten. Gehen wir jetzt nochmal, da stand genau der Mitspieler vor und dann super reagiert vom Stuttgarter Keeper Jan Utech im Tor. So, langer Ball, das ist kein Problem, auch für einen Feldspieler. Aufbau jetzt zusammen mit Tim Luca Zimpel beim BVB. Guter Ball jetzt. 1-gegen-1 Situation. Da ist er flink. Hafani Buraima. Foul an Buraima. Freistoß für die Schwarz-Gelben. Tabellenführer in der Westfalenliga. 42-16 Tore. 26 Punkte in 11 Spielen. BVB hat hier bisher das Kommando. In diesem Halbfinale. Aber das heißt noch nichts. Wir hatten schon ein paar Spiele, die eine irre Wendung genommen haben. Und gerade die Stuttgarter, die sich hier bisher ganz stark präsentiert haben. Trainiert ja von Heiko Gerber. 46 Jahre jung. Ex-Profi. Schussversuch. Das ist Marta, immer wieder diese Bälle gegen die Bande und dann seine Dynamik, seine Schnelligkeit. Die er da ausnutzt. Also Heiko Gerber, 199 Bundesligaspiele, zweimal in der Champions League aufgelaufen, 15 Mal Europa League. Der Trainer vom VfB Stuttgart. BVB attackiert auch den Torhüter, versuchen also immer wieder zu stressen, haben dann den Nachteil, genau was jetzt passiert ist, dass sie dann in eine Unterzahl geraten, was die Feldspielersituation angeht, und das wird eiskalt bestraft.
Torschütze Daniel Frimpong für die Stuttgarter, der dann aufgerückt war. Wir sehen es hier, drei Schwarz-Gelbe in der eigenen Hälfte. Marta war da vorne, weil er den Keeper attackiert hatte, weit weg. Und deswegen da diese Unterzahlsituation für den BVB. Gefährlicher Ballverlust. Und der nächste Schussversuch von Daniel Frimpong. Das ist das viertletzte Spiel in diesem Turnier. Zwei Halbfinals, Spiel um Platz 3 und das Endspiel. Spannungsbogen nimmt Fahrt auf. Klasse runtergeholt. Die Kugel, aber Stuttgart jetzt mit der riesen Möglichkeit. Das war gut geblockt, ganz wichtiger Zweikampf. Buku, da bin ich mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Wir schauen hin. Nee. Die Dortmunder Bank sieht das ähnlich. Da war nichts, was irgendwas auf einen Freistoß hingedeutet hat. Natürlich jetzt eine gute Situation für den VfB Stuttgart. Mit über die Bande und dann die unkonventionelle Abwehr. Und die nächste Möglichkeit für den BVB. Mit der Bande ins leere Tor und der Treffer. Robert Auern zum 2:1 für Borussia Dortmund. Jetzt der Wechsel. Da sehen wir es. Mit dem Lob von der Trainerbank. Marta. Abschlussversuch wieder mit der Fußabwehr. Ball ging ans Hallendach. Deswegen Freistoß. Aber Stuttgart bleibt gefährlich hier gegen Marta. Spajo gegen Marta. Wichtig, dass er dann den Ball behauptet hat. Der Stuttgarter Mamuti. So, Dortmund mit dem Ball gewinnen. Ball rübergespielt. Marta nutzt den Bandenabpraller. Unter die Latte. Das ist ein Teufelskerl. Schlitzohr. Hier sehen wir es. Direktabnahme unter die Latte. Ball. Klar, nicht im Tor. Riesenmöglichkeit jetzt für die Stuttgarter. So, Marta verfolgt Robin Lettich. Und dann das Klären auf die Tribüne. Jetzt der Doppelpass mit der Bande, Abschlussversuch geblockt. Hier Abo Bekir Ömer Elzein mit der 7. Auch er schon erfolgreich gewesen im Turnier. Versuch über die Bande, Stuttgart passt auf, sehr aufmerksam verteidigt. Jetzt der VfB, Ball über der Bande. Sechs Minuten noch auf der Uhr. Stuttgart nimmt Anlauf zum Ausgleich. So, das ist Marta. Will den Ball rüberlegen. Ganz klasse verteidigt von Robin Lettich, der da seinen Fuß reinbekommt. Jetzt klasse gespielt. Riesenchance zum Ausgleich. Und der Ball ist drin.
Rigon Spayu. Wunderbar bedient und ganz platziert. Zum 2:2 für den VfB Stuttgart. Der BVB wird alles daran setzen, erst in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Dann sind wir ehrlich, ein 9-Meter-Schießen wäre schon klarer Wettbewerbsnachteil. Wird schwer genug gegen die Stuttgart, aber jetzt trifft erneut Dortmunds Nummer 7. Aboubekir Ömer Elzein. Einmal verladen, mit links abgezogen, wunderbar ins kurze Eck. 3:2. Für den BVB. Die schnelle Antwort auf den Ausgleich. Nächster Abschluss. Wahnsinnsgeschichte hier. Ich sag das immer wieder. Ohne Torwart. So gefühlt wäre es doch so einfach. Stuttgart muss einfach nur 10-mal aufs Tor schießen und gefühlt muss der Ball 4-5-mal ins Tor gehen. Hier das Foulspiel von Gabriel Laba an Buku. Das ist Tahiri auf dem Buku. Kleine Bekel. Tahiri. Buku. Kleine Bekel. Wird jetzt angegangen, wird jetzt attackiert. Wäre wichtig gewesen für Stuttgart, den Ball im Spiel zu halten, weil das Tor natürlich frei war. Stuttgart noch abwarten. Stuttgart verhält sich in der eigenen Hälfte. Kleine Bekel! Mit Anschlag auf das Stuttgarter Trainerteam. Sollte sich jetzt beeilen, ins Tor zurückzukehren. War da ganz gemütlich unterwegs. Hier nochmal der Abschluss. War knapp. Vorbei. 3:25 noch auf der Uhr. Den Ball behauptet Robert Auhan. Bekommt jetzt den Freistoß. Schnell ausgeführt. Überzahl 2:1. Ja, Tatort war nicht korrekt gewählt. Da war das Trainerteam des BVB. Tahiri. Buku. Immer wieder dieser Aufbau im Block. Kleine Bekel. Auf Auhan. Und jetzt die Überzahl da. Wenn der Torwart attackiert wird, ist automatisch bei den Feldspielern die Überzahl da. Hat Stuttgart jetzt gut zugestellt, gut verteidigt, weil das Risiko gerade extrem groß war. Wenn der Torwart einen kontrollierten Ball weggespielt bekommt, dann ist das Risiko maximal groß. So, kleine Bekel mit dem Passversuch. Rübergelegt nochmal, Abschluss und der geht in Seiten aus. Der Abschluss von Enes Otschakaya. So, Stuttgart mit dem 5. Feldspieler. Auf der Platte. Bei noch 2 Minuten Spielzeit. Erhöhen das Risiko. Dortmund verteidigt engmaschig. Wieder Tahiri. Kleine Bekel. Langer Ball. So, jetzt die Riesenchance, die Riesenchance. Tahiri liegt nochmal quer. Und gehalten. Otschakaya mit dem 2. nicht optimalen Abschluss. Im Gegenzug die Riesenchance. Und dann die Fußabwehr von Kleine Bekel. Otschakaya regt sich da über sich selber auf. Der Blick gerade. Da haben wir die Möglichkeit nochmal gesehen. Nächste Möglichkeit, der Ball geht knapp vorbei. Keine Zeit zum Durchschnaufen hier. Etwas überhastet von Auhan. So, der Viererblock steht nochmal breiter auf der Dortmunder Bank. Die wollen nochmal rauf. Letzte Minute jetzt. Es könnte spannend da nicht sein in diesem Halbfinale. Wer zieht ins Endspiel ein? Wird es die 2. Teilnahme
in Folge für den BVB. 3 Sekunden sind rum bei der 4-Sekunden-Regel, alles geregelt. Dortmund hat den Ball, 52 Sekunden auf der Uhr. Schafft der VfB den Ausgleich? Die Halle ist voll da. Letztlich mit 13 von der Spannung. Ballverlust, der wehtun könnte jetzt. Beim BVB reines Körperspiel, kein Foulspiel. 1 gegen 1 gelöst. Überzahl jetzt vorne. Wir kommen nicht zum Durchatmen. Klasse rübergelegt. Kein mit der großen Möglichkeit. Dortmund vergibt die zweite hundertprozentige auf die Entscheidung. Ballbesitz VfB Stuttgart. 22 Sekunden auf der Uhr. Der kommt durch. Stuttgart hat weiter den Ball. Jetzt die Riesenmöglichkeit. Mit 2 gegen 1 aufs Tor zu. Quergelegt. Mata! Mata trifft! Zum 4 zu 2. Und das war's. Der BVB steht ohne Torwart im Endspiel des Freeway Cups 2019. Da wirst du doch bekloppt. Der Treffer zählt noch. 4 zu 3. Dortmund im Halbfinale. Vera in Wien tanzt Tango. Irre. Wir sind gleich sofort wieder da mit dem zweiten Halbfinale zwischen Köln und Schalke. Bis gleich.